Recklinghausen, die Stadt zwischen Münsterland und Ruhrgebiet im nördlichen Nordrhein-Westfalen. Wie einst die Zechenanlagen und Industriehöfe prägen heute urbanes Leben, Kultur, Bildungseinrichtungen und eine attraktive Altstadt die Stadt im Grünen. Die Städtebauförderung hat hier in den letzten Jahren viel bewirkt. So gewann die Stadt mit ihrem Rathaus nicht ohne Grund den Fotowettbewerb Städtebauförderung wirkt für die Zukunft in Stadt und Land. Wenn man gewinnt, freut man sich immer. Und die Recklinghäuserinnen und Recklinghäuser freuen sich natürlich insbesondere, wenn es um ihr Rathaus geht. Das ist denkmalgeschützt, ist komplett saniert worden, ein Volumen von etwas mehr als 9 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte kam aus Städtebauförderungsmitteln, ohne die wäre es nicht gegangen. Und das gilt für ganz viele Objekte und Projekte in unserer Stadt. Die Umgestaltung der Altstadt von Recklinghausen läuft bereits seit dem Jahr 2012. Erstes zentrales städtebauliches Projekt war der Bereich Johannes-Janssen-Straße zum Kirchplatz. Dieser wird jetzt für Außengastronomie und Veranstaltungen genutzt. Insgesamt wurden weitere 36 Maßnahmen im Bereich der Altstadt durch die Städtebauförderung unterstützt. Das Isaac-Hiller Heide oder aber auch die Musikschule oder das Willy-Brandt-Haus, Orte der Kultur, Orte der Bildung, Orte des Wohnens und des Sich-Aufhaltens. All das sind Dinge, die man in einer Stadt braucht, damit es eine lebendige Stadt ist. Das Haus der Bildung steht am Neumarkt in der Recklinghäuser Südstadt. Auch die Stadtteilbibliothek mit ihrem Lesepark findet hier ein Zuhause. Vor allem für Kinder, Jugendliche gibt es hier ein Angebot, das in Süd gut ankommt. Ja, ich leihe mir hier öfter mal Bücher aus. Ich nehme mir halt auch manchmal Bücher für die Schule mit, halt für Geschichte oder so. Ich wollte gerne mal so wissen, wie man so Manga zeichnet. Ich mache vor, ihr zeichnet nach. Das Erste, was wir machen bei unserem Bubble Tea, wir zeichnen kleine Striche bzw. Bögen auf unseren Strohhalm. Mir ist auch aufgefallen, dass hier viele Möglichkeiten sind für Jugendliche und für Kinder. Und das finde ich richtig cool, dass man wirklich so viel Freiraum hat. Die ehemalige Trabrennbahn Recklinghausen. Das Großprojekt wird aktuell aus dem Programm der Städtebauförderung Wachstum und nachhaltige Erneuerung gefördert. Seit 2014 arbeitet die Stadt Recklinghausen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an der Revitalisierung der Brachfläche des ehemaligen Trabrennbahnareals. Die gemeinsame Zukunftsvision für Hillerheide? Eine hohe Lebensqualität im Stadtteil schaffen. Ja, das ehemalige Trabrennbahnareal ist ja ein Ort mit Historie für die Stadt Recklinghausen. Hier haben in der Vergangenheit regelmäßig Traberrennen stattgefunden. Es war die schnellste Bahn in Europa. Das heißt, es war ein sehr öffentlicher, präsenter Ort für die Leute aus Recklinghausen, aber natürlich auch für die Menschen aus der Region. Und diesen besonderen Ort möchten wir diesen Menschen zurückgeben. Hier soll ein neues, attraktives und zukunftsweisendes Wohnquartier entstehen, was die aktuellsten Themen wie nachhaltige Energieversorgung und Mobilität natürlich bespielen wird. Und als zentrales Element, als Highlight, wird hier ein See entstehen in einer Größe von 5,5 Hektar, der das ehemalige Trabrennbahn-Oval nachempfinden soll. Ja, ohne die Mittel der Städtebauförderung wäre dieses Projekt in der Form und in dieser Ausprägung gar nicht finanzierbar und umsetzbar für die Stadt Recklinghausen. Auf dem Gertrudisplatz im angrenzenden Quartier soll es künftig wieder mehr Angebote für die Bürgerinnen und Bürger geben. Neben dem Reibeplätzchenstand von Heinz und Helene Gallert steht hier seit 2022 die Kostnix-Bude, die dank des Quartiersmanagements Hillerheide und des Verfügungsfonds Soziales Miteinander ins Leben gerufen werden konnte. Ein Fonds, der ebenfalls aus Mitteln der Städtebauförderung gespeist wird. Michael Martens kümmert sich gerne um die Nachbarschaft. Wichtig ist, dass es so etwas gibt, ich sag mal, weil die Leute einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, um sich solche Sachen teilweise zu kaufen. Weil wir haben ja auch teilweise richtig gute Sachen, die wir kriegen. Mir macht Spaß mit Leuten, mir macht Spaß zu helfen. Die Leute bringen einem mal einen Kaffee, die bringen einen Kuchen und bedauern einen, wenn kalt ist, bedauern einen, wenn es regnet. Ne, also es macht richtig Spaß. Das Engagement mit Herz und Verstand zahlt sich aus. Weiter so, Recklinghausen.
für eine gute Zukunft in Stadt und Land.